Guten Abend. Guten Abend am Mittag. Na? Was geht ab, Haare? Herzlich willkommen zum Vormittagsstream gezwungenermaßen. Ich spüre schon, wie das tatsächlich die nächsten Wochen einfach immer so bleiben wird, aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Von daher passt das schon irgendwie. So, Nachricht abgeschickt, dann kann es ja losgehen. Naja, perfekt. Video. Eieieiei. Neuer Monat, neues Glück, Schmusi. Fresen Smirk Tempel 32, Peace Tempel 32, Haha Rasbu Party. Ich liebe es, wie diese Stimme Tempel 32 vorliest, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Schade, dass diese Nachrichten nicht im Stream. Overlay hier unten abgedingst werden. Schon ein bisschen sad. Naja, danke auf jeden Fall. Und, Alter, guck mal. Jetzt ist da sogar Silber. Ja. Brr, die nächste Stufe ist erst ab 6, ne? Glaube ich. Da ist auch Silber. Die nächsten beiden sind golden. Was danach kommt, weiß ich noch nicht. Simp. wo war ich gerade stehen geblieben? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach, keine Ahnung. zurücklehnen. So! Guck mal, heute sogar mit rotem Hemd. Ist das nicht toll? Ich bin richtig rausgeputzt für euch. Okay, Leute. Stuntman Ignition. Ich bin gespannt, ob wir heute ein bisschen was schaffen. Priorität Nummer 1 ist es auf jeden Fall diese lustigen... Hallo? Ne, nicht die Abzeichen, sondern die hier auf jeden Fall voll zu kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück fehlen. Ne, 6 eigentlich. An den 6 Level muss ich nochmal rein und diese Dinger erfüllen. Das wäre cool. Ja, Lava Flow. Direkt das zweite, was fehlt. Ha. Todesbrücke. Ich glaube, das ist doch, was dir auch fehlte, Max, oder? Dein Abzeichen passt zu Stuntman Ignition. Für 12 Monate Lieder. Ich bin weit hinten und warte auf einen guten Moment, neu zu laden. Todesbrücke. Ja. Das heißt, da darf ich auch. Na gut, versuchen wir es mal, ob es hier klappt. Doch. Ich dachte gerade, ich wäre gemutet. What the fuck? Das wäre ein bisschen dumm, weil dann, hättet ihr Lippen lesen können. Okay, schauen wir mal. Lava Flow und die Todesbrücke ist. Ah ne, First Streamer, ne? Genau, das fehlte. Aber ich habe immer 3 Sterne hier schon. Ja komm, einfach durchstarten. Irgendwas wollte ich doch gerade noch sagen, aber dann wurde ich unterbrochen. Beim Versuch aus der Stadt zu flüchten, wird er von Lava angeschmort. Der Hauptstunt ist die pyrotechnische Salve. Wenn du über einen bestimmten Lavaspalt fährst, der auf deinem Hart markiert ist, drück, um den Wagen in Brand zu setzen. Es wird warm, aber der Kühlanzug schützt dich. Angemeldet. Danke. Sobald du brennst, machst du einen Satz durch die Autowaschanlage, um das Feuer zu löschen. Dann geht's zum großen Finale. Achte auf die Lava. Pyrotechnik bereit, Statisten auf Position. Wir wollen die Leute in den Kinosesseln mal aufscheuchen. Ja, Aufnahme läuft schon. Keine Sorge, hab ich dran gedacht. Mann, das ist so, ich wollte irgendwas gerade sagen. Nee, wollte ich das sagen? Nee, ist eigentlich völlig unwichtig. Ich habe gerade noch Videos hochgeladen. Die sind genau fertig geworden, als ich den Stream angefangen habe, was sehr gut ist. Ich habe noch 5000 ausgelassene Frames deswegen, aber jetzt gerade läuft ja alles flüssig, denke ich. Das ist keine echte Lava, okay. Ich habe am Sonntag gelernt, dass einem in der Vorschau schon gezeigt wird, wo es die Nominierung gibt. Echt? Wo? Na egal, ich fahre einfach mal. So, mal gucken, ob ich das Spiel noch kann. Ja. 5 Sterne kann ich schon mal vergessen. Oh. Cut. Du darfst nicht in die Lava geraten. Du darfst nicht in die falsche Lava geraten. 2, 1. Triff das Objekt der Begierde. Durch die Lücke. So. Drück die Aktionstaste. Schon besser. Peng. Was habe ich denn hier schon wieder verkackt, Mann? Bin ich ein Loser? Ist ja unglaublich. Na gut.
Ey, ich habe Punkte bekommen. Was ist das denn, Schmutz? Ja, ich Punkte bekommen. Wir haben schon wieder Punkte bekommen. Ganz ehrlich, das ist so einfach. Ich starte neu. Gut, war ja auch noch ganz am Anfang des Spiels. Da war ich ja auch noch 10 von 10 scheiße wahrscheinlich. Hab gar nicht verstanden, wie Dinge funktionieren. Und ich wusste nicht, wo die Aktionstaste ist oder so. Okay. Mann! Oh, Punkte. Das ist die erste Welt. Bestimmt ist gleich das Level schon vorbei. Gar nicht gesehen, wo ich lang muss, Alter. Fahr knapp am Auto vorbei. Scheiße. Egal. Na, jetzt krieg ich leider Punkte. Naja, gut. Cut. Ziemlich gut. Ist das ganz bestimmt dein erster Film? Hit me and run. Okay, 4 Sterne. Das ist schon mal einer mehr als vorher. Sehr einfach. Hit me up. Aftershock ist Tobis Lieblingsfeld. Hat keinen Geschmack. Immer dieses Tobis Lieblingslied, Tobis Lieblings irgendwas. Aber egal, wie gesagt, wir sammeln jetzt erstmal die ganzen Dinger, würde ich sagen. Ich versuche natürlich mein Bestes dabei. Aber erstmal die ganzen Pokale, weil ich mir denke, yo, moin Leute, das ist wichtig. In dieser Szene bist und dann noch Sterne, in weil... alten Pickup. Ne? Er rast den Berg runter, um die Behörden zu warnen, dass der Vulkanausbruch katastrophaler wird, als alle denken. Du fährst querfeldein auf eine Rampe, springst über einen Abgrund, krachst durch die Stützbalken und jetzt bin ich gespannt. Der Brücke aus der ersten Szene. Lavabrocken haben die Brücke... Blablabla. Das ist eine der wichtigsten Stunts. Also gucken, ob PS3-Version besser ist. Material. Superior. So. 3, 2, 1, Action! Das ist aber mies. Am Anfang fährt der an mir vorbei und dadurch kann ich... Also ich kann 5 Sterne bekommen, aber dann muss ich direkt was machen. Ist ja fies. Ich fahre erstmal. Wieso? Ich weiß zwar, wo das beginnt, aber ist mir egal. Nennt man Roleplay. Start mit Ignition Roleplay. Ach komm. Wow, 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 Auto, wo bist du hin? Jo, das Auto. Oh. Schwitzt aber auch rum. Mit schwitzt meine ich driftet. Okay, ist hier dann noch sehr schön. Eigentlich ist es sowieso dumm, die Kette jetzt aufrecht zu halten. Naja, geht. Also, weil ich jetzt eh schon Punkte generated habe. Aber egal. Das Auto fährt sich voll komisch, ohne Scheiß. Macht mich voll fertig gerade. Nicht so, ach Mann. Oh, dummes Auto. Nein! Okay. Das dürfte aber nicht der Punkt gewesen sein. Genau, jetzt kommt der Spaß. Ja. Toll. Egal, ich fahre jetzt trotzdem mal zu Ende für Punkte. Abzug machen. Auf zur nächsten Einstellung. Du Kacke, fährst ja nicht mal. Was Punkte? Das ist der Wagen von Chloe. Stille beim Verkehr.
Wie viele Punkte hatte ich vorher? Ich habe keine Ahnung. 3, 2, 1, Action! Das habe ich nicht direkt am Anfang Knappigkeitspunkte bekommen. Boah, ich muss mich echt konzentrieren. Ui, ach komm. Ach komm! Kackspiel, Alter. Unter dem Baum her. Unter dem Baum, der noch gar nicht umgekippt ist. Gar nicht verwirrend oder so. Lande in der Kiste. Brrrr. Oh, schon. Okay. Überhol das Auto. Der Versuch ist auf jeden Fall recht kacke. Versuchen wir wenigstens die Dinge ins Gegens zu bekommen. Die Nominierung. Treff das Auto, Brack. Nimm einen Zusammenstoß hin. Switch. Wei. Knapp am Auto vorbei. Scharfe Linkskurve. Kraft in die Stützpfeiler. So. Eins. Rechtskurve. Rechts überholen. Springen. Nee, keine Ahnung. Geht hier auch nicht, scheinbar. Cut. Der Lauf war ordentlich, aber ich will etwas mehr Aufregung. Was ist mal mit Julians Tipp? Remember? Drei, nö! 2, 1. Knapp an der Explosion längs. Schwing über die Lava. Ups. Cut. Verbrannt! 3, 2, 1. Wake me up when September ends. Sollte nicht singen. Generell jemals in meinem Leben. Autsch. Durch das brennende Haus. Schau auf rechts. Oh, warte mal, hier geht's gar nicht lang. 3, 2, 1. Manchmal sind diese Punkte direkt am Anfang, wo echt räudig. Ist immer das brennende Haus. Über die brennenden Bäume. What? Cut. Keine Sorge, das ist keine echte Lava. Danke. Einfach an die Straßenverkehrsordnung gehalten. 3, 2, 1. Basically. Aber was ist denn jetzt Julians Tipp? Ich vergesse immer das brennende Haus. Er rechnet auch damit, dass einfach so ein brennendes Haus vorbeigefahren kommt. Ups. Über die brennenden Bäume. Unter dem Baum her. Lande in der Kiste. Jetzt. Schau auf rechts. Fahr durch den. Nein, ach scheiße, ja. Treff das Autowrack. Nimm einen Zusammenstoß hin. Wow, Alter. Sieht mich doch noch mehr aus Raum und Zeit. Sind zwei, drei Stellen, finde ich, in dem Level echt kacke zum Punkte aufrechterhalten. Durch die Lücke.
Wie fährt man rückwärts? L2, ergibt Sinn. Ja. Knapp am Auto vorbei. Scharfe Linkskurve. Kraft in die Stützpfeiler. Keine Punkte mehr hierfür. So. Nach dem Überholen vor dem Wagen sein. Ah, okay. Gerade noch schreibfaul. Max sagt dir das. Wir messen nicht, ich glaube, vielleicht ja bei dir. Einscheren war der Fachbegriff. Das hat tatsächlich funktioniert. Juhu! Bam! Cut. Aufnahmen prüfen. Da waren ein paar gute Momente dabei. Sehr schön. Ich glaube auch 4 Sterne, oder? Nein. Scheiße. Manchmal war ich voll gut, aber da habe ich nicht reingeschissen. Na egal. Okay. Ja, also ich fahre ja, ich gebe ja auch mit R2 Gas, ne? Mit Trigger halt. Das kann man ja umstellen. Aber ich habe gedacht mir, ich lass mal, ne? Ab PS3 will ich bitte mit Schultertasten Gas geben. So, das sieht doch schon mal gut. Dann muss ich jetzt gucken, wo die nächsten sind überhaupt. So, nämlich bei Running Late. Also bei Nummer 4 vom zweiten Film. Richtig? Ja. Okay, da habe ich auch nur 2 Sterne, ich fetter Loser. Mal gucken. Der nächste Stunt ist für die Creek-Jungs. Du rast zum Rathaus, um den Familienhof zu retten. Das Zweiradfahren am Anfang ist nicht so wild, aber der 180er-Drift in die Parklücke am Ende dann schon. Nach der Linkskurve musst du mit genug Schwung ankommen, um den 180er durchzuziehen, wenn du den Sattelschlepper passierst. Es ist knifflig, den Drift an der richtigen Stelle anzusetzen. No joke. Ärger dich nicht, wenn du es wiederholen musst. Wollt mir gerade was zu trinken nehmen, was wann? Alter, wenn du die Stunts hinkriegst, bekommst du die Telefonnummer von meiner Schwester. Übrigens, ich habe gestern noch was Schönes gefunden. Nach der Arbeit habe ich unter der Brücke, unter der berühmten Sperrmüll? Heißt es so? Ja, ne? Brücke, wo immer Leute ihren Scheiß hinschmeißen, habe ich 2 interessante Sachen gefunden. Diablo 2 und Baldur's Gate 1 und 2 in so einem, und irgendwie die Addons in so einem lustigen Pack. Sind zwar beide Spiele, an denen ich jetzt nicht so viel Interesse habe, aber ich dachte mir so, für die Sammlung? Sieht das doch nicht verkehrt aus. Wobei Diablo sogar geht, also keine Ahnung. Okay, es ist direkt der Anfang. Ist ja auch geil. Spiele im Müll, basically. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Danke. Okay, das ist die Problematik an der ganzen Sache. Aber machbar. Okay. Das schon mal geschafft. Jetzt muss ich natürlich nur den Spaß auch noch schaffen, ne? Nicht. Oh. Gut. Ich habe das Glas nicht getroffen, aber ist ja nicht schlimm. Rampe, I guess. Das Objekt! Oh, gerade so das Objekt getroffen, aber auch. Selbst wenn der Rest vom Film Mist wird. Wovon wir ausgehen. Selbst das ist voll egal. Weil das da war. War das 5? Ich glaube schon, ne? Perfekt, Mann. Eine glatte 10. Präzise Präzision. Geilo, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich gerade komplett durchgezogen habe. Am Ende habe ich oben Punkte gesehen, war mir nicht sicher. Geilo. Sag ich denn nur 2 Sterne? Ich Hurensohn. Zweiradrampe. Kurz irritiert das oben. Ja, ich glaube, es werden immer direkt, wenn du quasi fertig bist und letzte Aufgabe führst, werden direkt die Punkte gut geschrieben. Und dass du dann denkst, ich freue mich auf diese Bonus-Modi. Ich mache hier gar nichts. Cool. 11 Sterne. Das wäre natürlich geil, wenn wir die auch noch heute kriegen könnten.
weil ich will wissen, was dann passiert. Es sind ja scheinbar, also es sind ja nicht nur, also mir fehlen ja mehr als 11 Sterne scheinbar. So, als nächstes Overdrive Big Red. Okay. Hier habe ich tatsächlich alle. Ist ja auch geil. Big Red, ah, direkt das erste. Na gut. Habe ich schon 4 Sterne. Rodino will mit der großen Verfolgung am Ende des Films starten. Du fährst für Vargas im geklauten Löschzug. Da gibt's eine knifflige Stelle. Du musst nach links in eine Gasse driften und das auch noch schön geschmeidig, damit du schnell genug bist, um einen Geländewagen klein zu machen, wenn du die Gasse wieder verlässt. Fahr dann nach links, pflüg durch die Tankstelle und knall in den Sattelschlepper. Das soll dich aber nicht aufhalten. Triff also den hinteren Teil des Anhängers, nicht den mittleren. Der Anhänger wird sich drehen und du kannst weiter rasen. Okay, du bist der Schurke, der Superschurke, der Mann, der nur böse gucken muss, damit Baby schreit. Verstehst du mich? Oh. Ich verstehe dich, deswegen skippe ich dich. 3, 2, 1, Action! Triff den Straßenbahnwagen. Schramme am Fahrzeug entlang. Triff Hände nach links. Witch. Triff den Müllcontainer. Krach in das Auto. Ach, das war die Scheiße. Okay, Fehlschlag. 2, 1, Action! Triff den Straßenbahnwagen! Keine Fehler erlaubt. Triff Wände nach links! Triff den Müllcontainer! Krach in das Auto! Wieso ist der so schnell? Ja, wobei. Ach komm. okay. Die Stelle ist nicht so leicht. Es ist immer dieser Hurensohn-Polizist da, der dafür sorgt, dass ich nicht rechtzeitig durchkomme. Trotzdem nicht. Rall ich nicht. Er ist noch gestorben. Ach du Scheiße. ACAB. Ja, Mann. Wir haben gestern, kann nur eine Geschichte erzählen. Ich war ja gestern arbeiten und habe einen Kollegen, der immer zu faul ist zu laufen, habe ich dann quasi im gleichen Zuge May I beg your pardon? Okay, jetzt muss ich kurz konzentriert halt an den Tag legen. Schramme am Polizeiauto entlang. Durchbrich den Pfeiler. Sehr gut. Schramme am Polizeiauto. Ach, da war ein Pfeiler, glaube ich. Nein, oh, ich habe auch schon Punkte. Oh Gott, das ist alles Katastrophe, was ich hier mache. Egal, ich muss nur nach Hause fahren irgendwie jetzt. Also alles, was mich interessiert. Wow, okay, das war's. Versteht ihr, was ich sage? Wahnsinn! Wir sollten ihm ein Schild malen, auf dem Wahnsinn steht! Ja, surely. Als ob das 4 Sterne sind. So scheiße bin ich gefahren, na egal. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Kollegen nach Hause gebracht, der was faul ist. Ich habe ihn dann an der Kreuzung, an so einer Kreuzung rausgelassen, damit ich quasi klüger fahren kann, damit ich nicht so einen Umweg fahren muss. Und genau dann ist ein Bulle an uns vorbei, rechts vorbei. Und der hat gerade dann die Tür aufgemacht, hat fast das Auto von dem Polizisten, wollen ja nett sein, gerammt. Und der Polizist erstmal so macht dann so die Scheibe runter und brüllt so richtig so und fährt dann weg. Das war super weird. Wir geschrien, ich habe noch nie jemanden so aus Inbrunst schreien hören, glaube ich. Das war interessant. Hey, nur noch 2 Stück. Das ist der Stream vorbei übrigens. Nein. Base Brawl. Never kill me again. Oh oh. Ich habe Angst. Du
bist wieder Crown und verfolgst den feindlichen Spion durch die Basis. In der Nähe des Raketensilos haben wir einen großartigen Stunt geplant. Wenn eine Explosion den Weg zwischen dir und dem Führungsauto blockiert, machst du einen U-Turn und fährst die Strecke zurück. Die Plattform über dir wird einstürzen und eine Rampe bilden. Weich der fallenden Plattform aus, mach noch einen 180er und fahr die Rampe hoch auf die zweite Ebene. Versuch beim Wenden nicht zu langsam zu werden, um am Führenden dran zu bleiben. Ich bin das Irren, du bist meine Füße. Hör auf mich, sonst bist du... Oh nein. Nicht der Regisseur. 3, 2, 1, Action! Drück die Aktionstaste. Runter, runter, hier. Ja, der Typ ist so lustig, wegfliegt von der Explosion. Ja, ja. Brich durch. Warum war ich jetzt nicht schnell genug? 3, 2, 1, ich versteh's nicht. Action! Drück die Aktionstaste. Geht doch. Mach einen 180er. Ah, ich sehe nichts. Driftwende nach rechts. Okay. Driftwende nach rechts. Triff das Objekt. Hole das Führungsfahrzeug ein. Okay. Nein! Okay. Ich fahre gerade so gut. Deswegen will ich meine Kombo mal kurz versuchen. Zu behalten. Alter, ich verstehe gar nicht mehr, was hier passiert. Komischer U-Turn. Nein! Ach, deine Mutter! Oh, ich weiß nicht, wie viel... Scheiße. Ich weiß nicht, wie viel Sterne ich gerade hatte, to be honest. Ich fahre das jetzt mal zu Ende. Vielleicht kriege ich ein paar mehr. Kurt, wenn du hiervon stirbst, Monsieur, hast du wenigstens einen Traum verfolgt. Schwerster Level. 2, 1, es war so gut! Drück die Aktionstaste! Hui! Das sind keine echten Menschen. Mach einen 180er. Drück die Aktionstaste! What the fuck, Junge? Knapp an der Explosion rechts. Da ist mehr gesehen, mal wieder. Eins, zwei und jetzt zwei Räder, Kacke. Ich hasse dich. Ich versuche deinen Fehler zu akzeptieren, aber ich kann nicht. Es ist egal, aber nö. Eins, zwei. Deine Mutter. Boah, wie geht denn das? Ich hasse es. Denk dran, beim Zweirad auch nur mit zwei Rädern auf die Rampe zu fahren. Ich versuche das tatsächlich. Knapp an der Explosion rechts.
Ach, scheiße. Oh, das ist nicht gut. Okay. Eins. Waren zwei Räder? Leider. Lag woanders das Problem. War doch gar nicht mehr. Das war auch gerade mit zwei Rädern. Ja. Ich wollte gerade sagen, Alter, ihr habt ihn voll gerammt. Ach ja. Ja, wenn du einfach besser bist als die KI. Also als das Spiel. Dann passiert sowas. Ich hab das aber gerade geschafft, dass ich so schnell war. Zwei Rädern darauf. Was soll ich denn sonst machen? Ich fahre ja auch auf zwei Rädern, aber ich bumpe halt, glaube ich, zu sehr hin und her. Was mir auch so ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn ich es dann irgendwann mal schaffe, da hinten muss ich ja dann die anderen, den anderen Part auch nochmal schaffen, ne? Das ist übel. Eins, zwei. Danke. Okay. Ach, da muss ich lang. Jetzt verkacke ich auf die Art und Weise. Yo. Egal. Scheiß auf Punkte. Bis nur zu Ende bringen jetzt. Mann, Auto! Oh. Ja, war ich gerade auf zwei Rädern. Leider. Null Punkte. Boah, wie mein Auto schon aussieht, ey. Kann mein Auto auch kaputt gehen? Okay, jetzt kommt die Scheiße. Kann ich auch drauf scheißen und einfach gerade rüberfahren? Scheiße! Ah, Mann. Ich würde dann ja einfach auf die Anweisung scheißen und einfach halt so rüberfahren. Wenn das funktioniert. Eins, zwei, drei. Immerhin. Verpissen Sie sich, Herr Gabelstapler. Okay, dann halt nicht getroffen, das Objekt. Ich habe ja Punkte. Warum habe ich Punkte? Wann ist das wieder passiert? Och Mann. Na, das ist auch egal.
Der zählt jetzt nicht. Ich bitte dich. Okay. Egal. Ich hab gedrückt. Nein, mal hin. Ab 500.000 Punkte gäbe es übrigens 4 Sterne, glaube ich. Ich hasse mein Leben. Okay. Das ist deine Leinwand und das Auto dein lauter, brutaler Pinsel. Achso, ich krieg ja noch Bonuspunkte. Ah, geil. Na dann. Ah, immerhin. Okay. Sehr schön. Secret Ending, wenn man den Turm nicht trifft. Ja, ich hatte... Okay, vorher hatte ich 11. Also habe ich einen Stern mehr jetzt. Ist doch auch nicht verkehrt. So. Kometenhaft. Kompetenthaft. Cool. So, letzter schon. Das ist Stream vorbei. Nein. Never kill me again. Hovercrash. Ja. Das letzte. Oh oh. Stimmt, war ja das Finale. Finale. In der letzten Szene bist du wieder Crown, der mit dem Luftkissenfahrzeug des Feindes entkommt. In der letzten Szene bist du wieder Stoned. Stunt musst du in die U-Boot-Werft springen. Hahaha, man kann nicht zweimal sterben. Musst du auf die Stützen schießen, über die Trennwand springen. You only live twice. 180er hinlegen. Ein actual gestürzte Gerüst-Titel. Das Luftkissenfahrzeug reagiert schneller als normale Autos. Du musst den Schub nutzen, um deine Manöver zu machen. A Never Kill Me Again könnte halt wirklich einfach ein James-Bond-Titel sein. Die, Dead, Kill. Sowas müsste immer im Titel stehen. No Time to Die. Die Another Day. Okay. Direkt schon Combo-Fucker. Wow. Das Geheimnis war bei dem Ding nicht driften, also nicht Kreis drücken. Boah, Alter. Einfach fahren, das reicht. Komm. Mach schon mal Stone Down. Level ist easy auf dem Sterne. I believe you. Bin zu doof für den Anfang, leider. Un, dos, tres, cuatro. Also, wie so. Badabum. Ach scheiße, Punkte. Juhu! Mach einen 180er. Fahr auf das Wrack. Drück die Aktionstaste. Ich glaube, 4 Sterne hatte ich hier schon, ne? Dann bringt mir das gar nichts, wenn ich die Verkettung nicht schaffe. Also zumindest für die. Für mein Sterneziel. Oh, okay. Oh, ich sehe nichts. Ah, das ist natürlich das Finale. Das seh nicht. Zeit abgelaufen. Oh, Mann, ey. Löcher treffen ist nicht so meine Stärke. Gut zu wissen. Scharf links, scharf rechts, scharf hinten, scharf unten. Döner mit scharf. Oh, jetzt ein Döner mit scharf. Bald morgen. Übermorgen meine ich. Dienstag ist ja jetzt wieder Unitag.
Da werde ich wahrscheinlich dann immer schön auswärtig essen. Mensa Schmutz habe ich festgestellt. Ach scheiße! Oh Mann. Oh. Wrack. Fahr auf das Wrack, ich soll es mich selber fahren. Den Schützenwagen nicht getroffen. Okay, komm. Ey, das ist so schwer! Cut. Schluss damit. Bleib hinter dem Führungswagen. Vor dem das stimmt nicht, Spiel. Boah, Alter, das ist so schwer! Ah! Eins. Action. Trifft den Schützenwagen. Also scharf Geräusch. Was? Durchbrech das Tor. Nö! 3, 2, 1. Action. Ach so. Ich will Döner mit Scharf, nicht Döner mit Scharf. Keine Sorge. Oh scheiße, hier muss ich lang. Ich bin hier noch nicht so oft gefahren hier. Nur ganz neu für mich. Das ist gerade passiert. 2, 1, Action! Triff den Schützenwagen! Also ich finde so Falafeldöner halt auch echt geil. Aktionskaste! Knapp an der Explosion längs! Schau rechts! Triff den Schützenwagen! Ja, ich habe ja jetzt meinen Dönerladen, glaube ich, gefunden, wo ich auf der Magie. Im ehemaligen Disney-Laden. Schmeckt echt gut. Also, es ist vor allem, Der kostet zwar auch schon 6 Euro mittlerweile, aber das ist halt wenigstens schön größer. Das ist dann halt auch schon eine ganze Mahlzeit. Und nicht nur so ein Snack zwischendurch. So, hier mal ein bisschen so zack, zack, zack. So, das Problem ist jetzt hier irgendwie aufrecht zu halten. Aber es hat nochmal funktioniert. Gleich geht's los. Scharf links. Autsch. Aktionstaste. Trifft den Schützenwagen. War da rum. Trifft das Objekt. Kann das Ding da bitte verschwinden? Aktionstaste. Trifft die Rampe. Lande in der Kiste. Was? Cut. Eines Tages. Ich hab 5 Sterne, aber was? Come on! Als ob ich. Oh. Ich verstehe warum, aber come on! Was ist bis zu 40 Punkte in einer Filmszene? Juhu! Ich bin kurz vom Gas gegangen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Angst hatte, dass irgendwas schief läuft. Und jetzt rate mal, dadurch ist. Gelaufen. 2, 1, Action. Ja, super, wie das Ding da hinten gerade noch schief war. Boah, ey, diese Autos, die mir aber die ganze Zeit an der Backe kleben, ist auch echt ein bisschen anstrengend. Oh, ich habe mich gedriftet. Irgendwie habe ich gerade dieses Feld da auch komplett ignoriert. Ab Punkte sind ja jetzt scheißegal. Einfach Pupukack egal. Ich sollte natürlich trotzdem gucken, dass ich nicht irgendwie hinterherhänge oder so eine Scheiße. Oder dass ich Dreieck drücke auch. Uiuiuiui. Okay. Jetzt wieder los. Numero un. Numero dos. Und Numero. Warum?
Warum Das landen war nicht wir? toll, aber das sieht nach Meer aus. Zwei oder drei? Zwei. Wird immer schicker. Drei, zwei, eins, Action! Das noch. Na gut. Ich schaff das, das ist das Letzte. An Stream vorbei. Wie oft will ich den Witz noch machen? Weiß ich nicht. Bis er unlustig wird. Ist er schon unlustig? Er war schon beim ersten Mal unlustig. Ne, was machen wir denn dann? Also auf jeden Fall ein paar Sterne fa- Bitte? Auf jeden Fall ein paar Sterne fahren. Ich bin auch gerade langsam wie Arsch. Komm. Das war nie lustig. Danke. Ey, ich drück auch einfach. Ich bin auch einfach jetzt schon tot. Jetzt schon hirntot. Ja, ich spiele jetzt so lange wie zwei Folgen normalerweise. Und naja, ich bin es nicht gewohnt, dieses Spiel länger zu spielen, scheinbar. Verstanden, drück den Schützenwagen. Okay, komm, ich drück volles Mett diese Taste durch. Danke! Mach weiter so. Stimmt, die Bonusmission habe ich ja auch noch. Krieg ich durch die auch Stimmt, ich kriege auch Sterne, ne? Sehr schön. Außerdem also, übrigens kriegen sie alle Taurus Awards frei. Hey! Sonderlieferung. Kriege ich jetzt irgendwas Tolles dadurch? Das Video, was wir schon gesehen haben. Hallo Arnold. I missed you. Gucken wir jetzt einfach nochmal. Hallo Dennis, aber. Ja, Arnold muss wieder seine Muskeln präventieren. Hallo Michelle Rodriguez. A girl from Jersey, oh, sie ist so anders. Hallo Dennis Hopper. Man kriegt wohl echt nichts. Wir müssen nachgepatcht werden. Gepatcht. Hallo Bird Reynolds mal wieder. War da gerade einer auf dem Moped? Das sah so aus. Ja. 8 Sterne. Gucken wir uns das nochmal schön an hier. Der Sieger ist. Sind. Hä? Achso. Das ist gar nicht das für alle, oder doch? Ach, was weiß ich. Ist doch auch egal. So, sieht doch wunderschön aus, oder? Kann man nicht anders sagen. So, schnelle Dosis wahrscheinlich, ne? Reiß hier nach Anweisung. Gucken wir mal. Richten Sie sich für einen sauberen Sprung aus. Stille. So, was muss ich jetzt machen? Einfach nur ein bisschen so. Ich kann ja auch wheelien. Egal wie still du bist, Ben ist stiller. Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört lauter Bach!
Ich habe irgendwie die Straße verlassen. Hey, ist die Brücke, die kenne ich. Immerhin krasse Punkmusik. Punk. Verpissen Sie sich. Wow, warum explodiert hier alles? Warum explodieren Autos random? Muss ich mal jemand erklären. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, schön. Okay. Nehme ich. Das sind echt nochmal Missionen eigentlich. Niedrige Handkamera. Okay. Ende. Einfach Ende. So, geht das auf mein Konto hier? Auf mein Karrierekonto? Nee, tatsächlich nicht. Na gut, haben wir jetzt mehr zu tun gleich, ne? Halten Sie Sandkette mit Sprüngen und Drifts aufrecht. Also das, was ich quasi immer versuche. Sind aber andere Sterne. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Halten Sie die Stun-Gelte mit Sprüngen und Drifts aufrecht. Mein Gott, dieser Ladescreen dauert viel zu lange. Ja, hier mit schicken Hut auf. Cowboy-Hut und so ein James Bond-Wagen. Sure. 3, 2, 1, Action! Oh. 3, 2, 1. Schwierens Lieblingswelt. Die Bonusziele. Ich hab schon direkt verkackt. Meine Fresse, gebt mir euch auf den Sack, ihr Pissnaken. Die wollen mich auch so ein bisschen abhalten hier, ne? Ich glaube, das ist schon deren Auftrag, so. Und er so, ups. Ich bin im Weg. Was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich selber nicht so genau. Ich gucke mir das erstmal hier an. Okay, dann hier überall durch. Okay, ich hasse mein Leben. 3, 2, 1, Action! Ich mag, dass es rückwärts geht. Warum will ich eigentlich mal hier durch? Das spricht mich so an, ich weiß auch nicht. Hab ich gerade. Achso, ich dachte, ich hätte Punkte bekommen. Ich wollte mich schon beschweren. Oh, da war eine Rampe. Na, ist egal. Okay, ist viel, glaube ich. Oh! Okay, das ist halt echt easy eigentlich. Auszeichnungen freigeschaltet. Die Zeitlupenkamera. Also es ist halt alles so mögliche für den eigenen Creator hier. Ach, Anweisung. Ja, das ist nach Anweisung wahrscheinlich wieder klassisches Level, wa? Halt die Sandkette mit Autos, Müll und Fässern aufrecht. Ja. Ja, bisher auf jeden Fall der Stream interessant. Ich stream noch nicht mal eine Stunde und mir geht schon bei der Content aus. Also was heißt hier Content aus, ne? Klar, ich habe immer noch ganz viele Sterne zu sammeln, aber ich werde hier nicht alles auf 5 Sterne bringen. Darauf habe ich keine Lust. 3, 2, 1, Action! Der Creator ist sogar sehr gut. Bin ja mal gespannt auf PS2 Version. Version, also, ne? Der Vorgänger halt. Das ist ein schöner Content-Treffer auf YouTube.
Zum Glück ist mir das scheißegal. Bam, 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 bam. Schon ganz nett. Wow. Ach, das war's schon. Oh, ich hab gar nicht so richtig. Ich bin schon auf die GBA-Version. Mit Creator meine ich aber dich. Boah, war der dumm. Eine Verkettung hier nach der anderen. So will ich das sehen. Vier Ecken. Kings of New York. Ha! Ja. Trinken Schluck. Oh, meine Augen, Alter. Vier Ecken, vier Verrecken. Blinzt hier wieder die ganze Zeit so komisch, ne? Ich sehe zu viel Bildschirm, auf jeden Fall. Wobei ich ja nicht so habe, dass ich in letzter Zeit weniger Bildschirm sehe als sonst. Aber naja, was auch immer. Ey, das Auto war wie vor oben. Was ist das denn? 3, 2, 1, Action! So, da könnte ich Rampe nehmen, aber nein, danke. Die Rampe nehme ich gerne. Warum kriege ich keine Punkte für in der Luft Drift? Wow, 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 wow. Gerne, ich habe mich das gerade wieder richtig austariert, der Balken, ne? Der Balken. Scheiße. Ich wusste nicht, wie ich jetzt am klügsten drifte. Oh, okay, da schon ziehen. Nee, das schaffe ich auf jeden Fall. 3, 2, 1. Chucky for President. Sollte das Hühnchen Präsident werden. Das war ganz viel knapp, glaube ich. Es ist halt voll einfach, dadurch, dass man hier überall so knapp vorbeifahren kann. ich war heute voll früh wach, aber ich bin wieder eingeschlafen, ja, weiß Bescheid. Nächste Woche Polen. Was macht ihr in Polen so schönes Autosex? Geil. Nehmen wir schauen, einfach berieseln. Das war eine schöne Sache. Billig essen. Billig oder günstig? Wahrscheinlich billig. So, schön. Freistil, Freistil schon mal fertig. Ich kann den Loris wieder einpacken. Haha. So, Parkaussprung. So, kriege ich jetzt wieder Einweisung hier? Nö, füllen Sie den letzten Sprung so gerade wie möglich aus. I try my best. 3. Tempel 32, Peace. Bin ich gleich schlecht und günstig? Günstig gleich... Was? Billig gleich schlecht und günstig. Günstig gleich billig muss nicht schlecht sein. Ja. Billig nennt man halt gerne dann die Qualität. Und günstig, wenn es einfach nur... Wenn ich kostet, aber trotzdem gut ist. 3, 2, 1, Action! Gut und billig. Überhol auf der rechten Seite. 3, lieb's jetzt 2, schon. 1, Action! Überhol auf der rechten Seite. Inflation ist in Polen noch nicht angekommen. Hey, ich hab gedriftet! Gedriftet! Ich meine, eigentlich muss ich ja tatsächlich hier 5 Sterne holen, aber jetzt habe ich so schön schon gefünft Sterne hier, jetzt will ich das auch durchziehen, wisst ihr? Da wollen nur 3 Strikes kassieren. Die Aktionstaste. Juhu!
Lande in der Kiste oder neben. Ganz knapp geschafft. Juhu! Ja genau, danke für die Ergänzung. Drift-Zeit-Upgrade. Inflation ist bei meinem Dealer auch noch nicht angekommen. Heute weiche ich meinen Switch-Controller ein, habe Angst. Das war zwei wohl ich nicht. Plingelingeling. Da war der noch nicht mehr geboren. Eieieiei. Wir machen Menschen, die nach 2000 geboren sind, Angst. Sattelschlepper, oh no. Halten Sie sich parallel zur Straße, um die Sprünge zu vereinfachen. Ja. Sein Dealer ist einfach dunkel. Dark Sunny kam, gab ein Saft. Saft. Einen Saft hat er mir gegeben. Dark Sunny kam, gab mir eine Sub und ging wieder. Geht schlimmer, würde ich sagen. Juhu! Tot. Muss ich immer wieder den Sprung über den Sattelschlepper schaffen? Sattelschlepper schaffen. Aber das zählt, ja. Ich will nicht mehr leben. Geil, ist ja wie, wie die Mission in American Wrestling mit Fahrrad und Skateboard Tag Team. Ich erkenne, ja. Tony Hawk müssen wir mal wieder spielen, ne? Ach komm, Spiel, sei nicht so. Sei nicht. Hey! Ich wollte sterben. Die Rack ist doll. Wheelie. Ich kann wheelien. Vergesse ich immer. Ich kann auch einfach Scheiße bauen. Ist auch gut. Oh, Romy. Hey, 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 ganz ruhig. Guck mal, da muss ich gar nicht. Ach, aber gut. Auf die Rampe. Auf die Rampe. Auf die Schlampe. Spring. Spring. Oh, das ist nicht gut. Egal. Okay, das war das Finale. Egal. Thug Life. Ja, noch Baummodus Sterne. Oh Gott, nein. Bootssprung. Bootshaus. Kennt ihr noch das Bootshaus? So, was müssen wir noch heute Schönes machen hier? 3, 2, 1, Action! Überhol den Straßenbahnwagen! Überhol den Bahnenstraßenwagen! Fahr unter dem Sattelschlepper her! Uiuiuiui, okay. Spring auf das Schiff! Hat gejuckt. Damit kann man die Kamera unterbrechen. Oh oh. Das ist ja jetzt nicht so gut gelaufen. Scheiße. Mach einen 180er.
Okay, da ist schon vorbei. Oh! Das war nicht so gut. Na komm. 3, 2, 1. Wenigstens 6 Bedienungen, ja, keine Autos, ja. Weil. Kette ist noch da, die ist mir wichtiger. Ich hab das Spiel endlich verstanden. Oh nein, da wurde es resettet. So, schon besser. Ich nehme alles zurück. Roleplay. Egal. Wieso fickt mich dieses Haus hier so? Drück die Aktionstaste. Nein! Ach Mann! Ah! 2, 1. Ja, du hättest 3 geskippt, Arschloch. Fahr unter dem Schleppersattel her. Fast kommt mit mir. Fahr links knapp vorbei. Scheiße. Meine Fresse, es ist aber auch Käse hoch 18 diese Stelle. 3, 2, 1. Überhol den Straßenbahnwagen. Links überholen. Fahr unter dem Sattelschlepper her. Yeah! Juhu! Fahr links knapp vorbei. Okay. Wende nach rechts. Drück die Aktionstaste. So, es kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Mach einen 180er. Oh Gott! Eieiei. Ich wurde gestern bei Edeka gescammt. Mein Käse hatte Löcher. Well. How shall I tell you? Bei veganem Käse passiert das nicht. Es gibt bestimmt veganen Käse, bei dem auch einfach Löcher reingemacht werden. Einfach weil, naja, soll ja Käse sein. Oh nein, Eis. Ah, ich hasse Eis. Trinkschluck. Uai! AYOOO, wie geht's, wie steht's? Gönn dir mein Geld, I guess. Danke für den eigentlich Resub, aber ja doch, ist ja noch ein Resub, ne? Hat erneut. Doch, steht erneut. Okay, weil irgendwie vorhin sah es, glaube ich, bei Max anders aus. Aber egal, danke. Und hallo, Saskia, was geht ab? Ich habe einen Schluck getrunken. Sat 1, 1, Baby. Oh Gott. Oh no. Das sind, okay, das ist eine Erinnerung, die ich komplett verdrängt habe, dass Sat 1, 1, Baby existierte. Darf ich bitte fahren? Danke. Okay, ich sehe ganz viele lustige Fässer, die nicht rot sind, deswegen explodieren sie auch nicht. Bruder, was ist mit dem Lastwagen los? Ich bin komplett mitgebumst. Danke, dass du was getrunken hast. Hab nicht genug Punkte, um es einzulösen. Pff. Alles dafür rausgeben. Muss ich mir wenigstens nicht Sorgen machen um andere Einlösungen. Dafür habe ich genug Punkte, hey. Piu, 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 piu. Wie jetzt? Wie jetzt? Doppel wie jetzt? Wie jetzt, jetzt? Revolution.
Ach ja, Musik war ein Fehler. Sorry, was ich gerade labere. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Mann! Oh, ich hasse alles. 3, 2, 1. So richtige Party im Chat. Hallo Niklas. Hat 10 Kniebeugen. Wir sind ja gleich fertig mit dem Modus, dann passt es doch perfekt. Boah, da ist voll viel Geld hinten drin. Das ist Geld, was ich durch Subs bekommen habe. Die Sterne macht mich fertig. Ich will jetzt die 5 Sterne hier schaffen. Fickt euch alle. Wo kommt ihr alle her? Einfach Montana Black wieder. Ach, Tobi auch. Hallo Tobi. Hab ich auch gar nicht, gesehen. Ich habe andere Einlösungen gehört. Oh nein. Oh nein, ihr seid so kacke. Wieso kriege ich das? Ich meine, ist eigentlich scheißegal, wenn ich darüber nachdenke. Muss nur die Punkte aufrechthalten. Ja, danke. Explodieren wieder random Autos. Gas, Panzerwagen. Panzerwagen auf Eis ist aber auch. Ich bin auch im Spiel. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja, auch so ein Filmstreifen. Ja, auf in die Einstellungen. Ich musste es auch erst lernen durch eine andere Person, die mit M anfängt. Jedes verfuckte Mal, Alter. Sind das die Security Cars aus GTA, dass hier so viel Geld drin ist. Irgendwo in den Einstellungen existiert die Einstellung First Batch oder hier so dieses, ne? Wie auch immer das heißt, verbergen. Und dann sieht man das andere. Ich meine, First ist zwar auch ganz geil, dann sieht man, dann ist der Beweis, du warst da, als ich noch unbekannt war. Wenn ich irgendwann 20 Millionen Follower habe, dann weißt du Bescheid. Boah, ich habe richtig früh gedriftet, deswegen. Egal. Hä? Wie? Hä? Habe ich nicht? Habe ich? Hä? Ich habe die Kette doch aufrechterhalten. Ah! Ja, geil. Uff, am PC. Was denn? Ein PS3 oder PS2 Spiel? Was könnte das sein, frage ich mich. Das Geheimnis? Inkompetenz. Was sehr Geheimes. Angst ist da. Und ich weiß, wo würde es da wenigstens 100% holen. 3, 2, 1, Action! Driftwende nach rechts. Okay. I can do this. Ich habe jetzt alles auf 5 Sterne hier geschafft, jetzt will ich das auch schaffen. Ne? Prinzip und so. Ihr kennt's. Jawohl, jede Pylone mitnehmen. Okay, zack. Ich hab schon wieder die Punkte bekommen am Ende, ne? Ach scheiße, Mann. Jack X. Jack X gibt's nicht für PS3. Jack X ist ein gutes Spiel. Besser als Jack 2 und 3, meiner Meinung nach. Das liegt doch nur daran, dass es ein Rennspiel ist und nicht Rennspiele. Mark! Ach scheiße, ich bin dumm. Aber meine Dummheit wurde heute nicht bestraft. Sehr gut. Mit heute meine ich in diesem Versuch. Oh scheiße.
Okay, den Punkt verkacke ich leider. Wieso hab ich... Oh, Mann, ey. Ich würde sagen, Jack X ist Kanon. Dexter hat eine Hose an. Oh, Spoiler. Das war ein schöner Drift, der hat mir gefallen. Der Punkt ist aber auch echt ein bisschen Pupu, muss man einfach mal sagen. Danke. So. Wenn ich annehme, habe ich mir Safe NLP aufgebürdet, ob ich es mag. Und nicht. Oder nicht. Komm, mach hin, jetzt an sich die Beugen warten. Ja! Ja, mein X besser als 2-3. Aber X ist auch kacke. Es ist halt sehr lackbasiert manchmal, aber ich mag das Geschwindigkeitsgefühl. Nein, schon nicht. Jack X nie gespielt. Ich hab Platin. Sehe es als Tradition. Jetzt Sport. verdienen Sie 5 Sterne in allen schnellen Herausforderungen. Hey, guck mal. Verdienen 4 Sterne in allen schnellen Herausforderungen. Das ist doch nice. Ist Barnyard auf der PS3? Ich glaube nicht. Oh, guck mal, das sieht schön aus. Ich finde, das sieht schön aus als ich. Okay, ja, ich mach gleich, keine Sorge. Also jetzt noch 8 Dinger auf jeden Fall holen. 8 Sterne, irgendwo. Am besten bei Aftershock. Das geht am schnellsten. Und dann, wenn ich, keine Ahnung, Lust habe, noch ein bisschen was aufholen hier. Oh, Never Kill Me Again lasse ich, glaube ich, in Ruhe. Krieg's nicht hin auf dem Handy. Gib mir deine Einlogdaten, dann mache ich das. Das ist besser als Barnyard. Ja, ist auf PS3, wäre das bei Dream wahrscheinlich auf Platin. Reden wir vom selben Spiel auf 2 Konsolen? Ja. Dann auf jeden Fall lieber PS3. Wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Okay, dann interagiere ich mal mit mir selbst. Was ist das für eine... was war das für ein Satz? Uiuiui. Ah jo, wie geht's, wie steht's? Gönn mir mein Geld. Ich find's so lustig, wie die Stimme dann irgendwie AYOOOO vorgelesen hat. Will ich dir besorgen. Geil, schön besorgt, Niklas. Okay. Autsch. Die Gonnenstuhl. Ah. Moment. Ja, okay. Ich konnte ja gestern nicht zum Sport, von daher hole ich das jetzt nach, ist doch gut. Krass alles, Mann. Boah. Es hat alles geknackt. Au. Warte mal ganz kurz. Oh, Alter. Es hat so ungefähr 5-mal geknackt gerade. Ich mach die 30, keine Sorge. Ich glaube, ich begrenze es mal auf 30 oder so. Ich glaube, das ist entspannter. 2. Der zählt. 2. Hier. 6. 7. 9. Die Hose ist aber auch nicht geil dafür. 10. 11. 12. 13. Ups. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Mein 20, das seht ihr. Mir egal. Ja. 26, 28, 29, 30. Boah, Alter. Hoppala. Es geht echt auf die Beine, aber es liegt, glaube ich, auch zum Teil in der Hose, weil die so sich sehr faltet in den Knien. Am Sonntag tat es auch echt weh. am Mittwoch meine ich. Ich habe eine kleine Erinnerung beim Sport eingestellt bei mir. War es eine gute Warnung. Wir nächstes Mal Cam größer machen, wenn du Kniebeugen machst. Das ist leider schon so groß wie geht. Ich trinke einen Schluck. Danke! So, Punkte sammeln. Wie viel kosten Kniebeugen? 1000? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich werde es mal auf 30 begrenzen und vielleicht einen Ticken teurer machen. Ja, wobei vielleicht nicht teurer. So, ja, Aftershock, komm, machen wir mal direkt die erste Welt. Was kostet die Welt? Die erste Welt. Den Gammler der Stadt in seinem R3000 ein und fließt vor dem Vulkanausbruch. Bekannt für tolle Unboxings. Der Sprung über einen brennenden Sattelschlepper. Du musst die Rampe. Tausend Jahre, ich habe nämlich leider noch nicht genug für die Belohnung. Sobald du landest, kommen ein paar Präzisionsfahrer auf dich zu und du musst zwischen ihnen durchfahren. Pass auf, das ist eine gefährliche Sache. Hab keine Angst vor Retakes. Mr. Langston ist wählerisch und schwer zufriedenzustellen. Kinderpingui, Alter, ja, Mann. 35 Minuten bei Max und 60 was anderes. Max. Ja, du bist Max. Ich habe ja der Nummer, muss mich nicht selbst ochsen. So ein anderes Team hat sich letztens am Rücken verletzt und seine Zuschauer haben die ganze Zeit Posture-Check eingelöst. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich weiß, was es das heißt. So. Okay, jetzt verstehe ich das Spiel ja auch. Alter, wie sehen denn die Bäume da hinten aus? Guck dir das mal an. Es sind schon, das sind NES-Bäume. Vielleicht muss die kurz, guck mal, jetzt sehen sie ein bisschen gut aus. 3, 2, 1. Die Bäume. Geil. Okay. So, jetzt aber. Jetzt aber Skill an den Tag legen. Wow, da kam Auto geflogen. Aber alles gut. So, die Nominierung brauche ich nicht mehr. Ich habe mich aber auch verletzt. Nein, ich habe mich nicht verletzt, aber irgendwie habe ich eine. Scheiße. Habe ich irgendwas in der linken Schulter? Weil heute geht's eigentlich wieder. Ja, gestern tat meine linke Schulter so ein bisschen weh, so Schulterblatt hinten mäßig. Wahrscheinlich beim krassen Sport, den ich immer mache. Ja, weil ich ein fucking Noob bin, habe ich direkt wahrscheinlich irgendwas falsch gehoben oder so. Ja, vielleicht kriege ich den noch. Naja, na. 2, 1, Action! Fahr zwischen den Autos durch! Wow! Apropos Doxen, mir fällt ein, dass ich noch was posten wollte. Driftwende nach rechts. Mehr sage ich nicht. Über den Tankwagen. Hui. Kommt vom Karin, ja. Ich in Overwatch immer. Fahr knapp am Auto vorbei. Unter dem Baum her. Knapp am Auto vorbei. Tobi, ich will mit dir demnächst nochmal Overwatch spielen. Ich will wissen, wie du so bist. Easy. Klasse. Ich glaube, wir haben unseren neuen Fahrer gefunden, Kate. Nummer 01. Nee, was anderes. Scheiße, muss ich auch noch machen. Ah! Ah! BC. Lavastein. Ein super durchtrainierter Tempolümmel.
Ich mach dann mit. Gerne. Am PC bin ich echt gar nicht mal so gut aus, auch sofort. Na dann. Volcano Climb. Oh Gott, Moped. Ich hasse Mopeds. Halte eine hohe Geschwindigkeit, wenn du landest. Ich hasse Motorräder. Ein paar Wagen, ich hasse die Schlümpfe. Die Effektjungs kriegen auch ihren Spaß. Rutsch mit dem Bike unter den fliegenden Wagen her, wie in der Probe. Nach der Rutschpartie musst du hart nach links driften. Pass also auf. Fahr. Halt die Schnauze. Du jemanden, den du ist mir scheißegal, Jungs. Hab ich alles schon gehört. Leichter Modus. Wie war das noch im leichten Modus? Da hat man unendlich Fehlerpotenzial, ne? Aber kriegt man da dann auch Sterne und sowas? Wo eher nicht, ne? Oh! Wenn du zu heftig Williest. Großmeister Willy. Boah, Alter. Alter, ich hab nur einmal so kurz angeditscht. Oh. Cut, du darfst nicht in die Lava geraten. Falsche Lava. Oder mein Tank. Ich hab's jetzt gelesen, mein Tank. Ja, der Tank ist nur voll. Ich muss hier gestern tanken. Toll, ne? Ich weiß, spannend. Und da ich nicht selber bezahlen muss, logischerweise, weil es hier im Auto. Kann ich mich gar nicht über die hohen Preise beschweren. Ich habe nicht mal drauf geachtet. Blöd. Okay. Boah, mein rechtes Knie tut gerade ein bisschen weh. Ach, deine Oma macht Karate auf dem Motorrad. Nee, wie ging das noch? Deine Oma fährt im Hühnerstein-Motorrad, so nämlich. Das leichten Modus nie genutzt, stark. Leichten Modus ist Kette gleich 4 Sterne. Ah, okay. Loser Ian. Ich bin nur ein Tempelübe. Ich bin nur ein Nimmel. Tuck the L. Du gestorben. Könnt wer nach dem Tanken nicht flieht. So würde es in der Friday the 30th zumindest gesagt werden. Ach. Level 3, 3 löschen. Einfach schlechter Stuntman. Auto vorbei. Driftwende nach links. 3, 2, 1. Alter, mein rechtes Knie tut echt ein bisschen weh. Scheiße. Ja, wie viel Sport man mich schon überfordern kann. Oh, scheiße, muss links vorbei. Links überholen ist verboten. Ne, warte mal, rechts überholen ist verboten. Och Mann. 2, 1, Action! Knapp am Auto vorbei. Driftwende nach links. Boah, ich fahre auf eine besenkte Sau hier lang. Gar nicht so leicht, was hier passiert. Nein! Nein, 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 nein. Knapp am Auto vorbei. Weil es wieder Weihnachten. Gruselig. Das wünsche ich mir eigentlich zu Weihnachten. 3, 2, 1, Action! Knapp am Auto vorbei. Driftwende nach links.
Warum spackt der manchmal so ab? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Bald wieder Ruhelaufzeit. Uff. Bitte nicht. Ich habe neulich... Moment, doch. Habe ich dir ja geschickt, das Bild, ne? Unter der gleichen Brücke. Unter der Sperrmüllbrücke. Da lag um meiner Kiste einfach die DVD von fucking Rudolf. Es ist... Den Film kennen 2,5 Leute, dachte ich immer. Immer. Seitdem ich ihn kenne. Seitdem ich diese halbe Person bin. Da lag da einfach. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Weil ja, DVD cringe. Mann! Oh, ich hab mir... 3, 2, 1, Action! Knapp am Auto vorbei. Driftwende nach links. Fahr links knapp vorbei. Durch die Lücke. Wow! ja. So viel dazu. Die Tags sind Betrug. Ja, sorry. Meine Tags sind auch einfach Scam. Ich muss mir was Besseres einfallen lassen. Durch der Lücke. Das ist der Wahrheit. Yippie! Okay. Spring über die Lava. An den Nebel hinaus. Ja, ich hab. Oh, Hilfe. Oh, ja. Das nenne ich gute Standarbeit. Das nenne ich gutes Einparken. Huiuiui, okay. Easy peasy lemon squeezy. So, wir haben viel zu viele Nachrichten, die ich noch lesen muss. Hilfe. Muss er nicht. Anscheinend ja schon. Anscheinend nicht an. Ich hab wieder Rudolfzeit. So, Red Note. Red Bla. Suchte nach LOL. Aha. Weiß nicht warum, aber ich kann momentan irgendwie nicht so gut Geschmack wahrnehmen. Wir haben vorhin über deinen Geschmack gesprochen. Brennende Absperrung. Fucking Rudolf ist ein Film. Auch. Krasser Film, nächstes Mal mitnehmen. Moin Leon. Alter, hallo, Gamezocker. Für mich wird es immer Gamezocker bleiben. Was geht? Damals, wo ich jünger war, immer Rudolf das Rentier Zeichentrickfilm immer geschaut, war immer super cool. Oh nein. Ja. Habt ihr das? War gerettet. Die Booster Nell-Werbung würde heutzutage so hart gecancelt werden, oh ja. Wo nimmt die Oma eigentlich Platz auf dem Motorrad? Auf dem Moped. Entschuldigung, Moped. Oma wird tot aufgefunden. naja gut, sie war eh... über 80. Von daher passt das schon. Über 80 darf man auch mal verbrennen. Zwei Sterne nur noch, Freunde. Und die höre ich mir jetzt in Earthshake. Die nächste Szene kommt direkt vor auf den Vulkan. Und Junior versucht noch immer aus der Stadt... Sie war Nazi, kein Verlust. Ich weiß, dass Filme nicht chronologisch gedreht werden, oder? Der große Moment kommt direkt zu Beginn. Über eine Rampe machst du einen großen Sprung und knallst durch eine brennende Werbetafel. Behalt bloß die Kontrolle, wenn du landest, damit du über die brennenden Dächer kommst und den kleinen... Ja, ja, bla bla. Ruhe auf dem Set, Leute. Die Stunts sind gefährlich. Bleibt also bitte wachsam. Okay, kriegen wir hin. Quietsch. Ich mag es manchmal einfach quietsch zu sagen. Das ist ein schönes Wort. Oh nein, ihr riecht wieder nach Essen. Irgendein Nachbar macht wieder gutes Essen. Juhu! Ja, mit den Rädern voran. Quatsch. Alter, die Framerate ist nicht vorhanden. Hilfe. Oh, scheiße, 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 scheiße. Freut mich, dass du daran bleibst. Immer doch. Ich mach das schon viel zu lange, als dass ich jetzt noch aufhören könnte. Aber Stream läuft momentan auf jeden Fall.
Man kann mich jetzt auch subben, ist das nicht krass? Oh. Juhu! Sag mal, GameSauger, wie kann ich dich entblockieren? I got that reference. Das war knapp. Oh, Alter, die Framerate. Leck mich doch am. Leck mich an der Framerate, ey. Ich seh nicht, wo ich lang muss. Oh, U-Turn. Alter, ich seh nichts. Nein! Scheiße, wann denn? Oh nein, hier riecht's schon wieder nach Essen. Ja, das, dann steh halt nicht bei Maggis an der Kasse. Pff. Rudi Mac Sackschweiß. Definitiv hast du auch verdient. Danke, danke. Rudi Rallerlein. Aber die Lava sah sehr echt aus. Keine Sorge, das ist keine echte Lava. Blockiert. Jein. Ich bin hässlich und dumm. Also in dem Spiel. Ah! Wo wir Sachen und Sackschweiß sind. Genau das. Oh Gott, meine Maus ist gerade darüber gehabert. Dank des Scrolls. Und jetzt sehe ich einfach Zitat von Tutsui aus Tony Hawks. Scheiße. Tony Hawks, scheiße. Sag mal, Max, wann hast du ihn blockiert? Schon Ewigkeiten her. Nee, damals war doch mal irgendwie, dass er dich irgendwie aus Versehen blockiert hat oder so und nicht mehr wusste, wie man entblockt. Ich weiß es auch nicht mehr so genau, was da jetzt eigentlich vorgefallen ist. Meine Fresse. Boah. Was riecht das hier, Alter? Ich kann Essen immer voll schlecht. Ich rieche immer lecker Essen und denke mir, was ist das eigentlich? Ich erkenne es nicht. Riecht nach Kasseler oder so. Ui, Templer meinst du? Ja. Wir wissen mittlerweile seinen echten Namen. Schei! Ich bin noch. Ah! Bruder. Ja, kann ich riechen. Ich kann riechen im Gegensatz zu dir. Ich kann nur nicht richtig riechen. Also nicht. Ja, genau das. Ich hab halt immer schon Sonderwünsche. Juhu! Tempi. Ich mag nicht Tempi. Excusez-moi. Nicht geschafft. Ah, wenn ich jetzt wieder überholen verkackt habe, weiß ich warum. Ne, habe ich tatsächlich nicht. Jetzt schon. Nein, 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 nein. Ach, deine Mutter. Auch deine Mutter ist tot im Hühnerstall. Kann ich bitte mal, kann irgendwas mal bitte passieren? Meine Fresse. Überspring die Hütte. Ja, und hier ist vorbei. Wuhu, ich bringe das jetzt trotzdem zu Ende, weil ich habe jetzt genug Sterne. Mann! Cut. Ja, das Studio wird das lieb. Ich kann eigentlich nur rüber. Zahle ich 100%, aber wer braucht das schon? Ha. Werbetafel. Aha. Konstrukteursterne. Hm. So, was passiert jetzt? Hol das Konfetti raus.
aus, Kleiner. Du bist der beste Fahrer in der gesamten Stuntbranche. Aber es gibt eine neue Herausforderung. Mal sehen, wie du unter den besten Fahrern aller Zeiten abschneidest. Okay. So, bin dann mal kurz essen. Bis gleich. Hat mich gefreut, euch wiederzusehen, alle, nach so langer Zeit. Ebenso. Warte. Fräse hart einmal in den Chat. Ach nee, könnte ja gar nicht. Ja, viel zu teuer. So. Ey, 60 Sterne. Sind noch nicht noch 60 Sterne frei hier, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch 19, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 49, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Und irgendwann habe ich mich wahrscheinlich verzählt. Okay, es sind doch noch 60. Alles klar. Habe ich nichts gesagt. Ha. Die Nebenjobs waren wild. Und ein Apfeltiet. Jetzt ist Need for Speed Underground. Werde der Beste. Stuntman Underground. Immer noch mein Lieblingsfakt, dass Tony Hawk's Underground und Need for Speed Underground im gleichen Jahr erschienen. Und Tony Hawk's Underground 2 und Need for Speed Underground 2 ebenfalls im gleichen Jahr. So. Ja, Stream vorbei ist, würde ich sagen. Nee. Konstrukteur. Konstrukteursherausforderung. Leicht, mittel, schwer. Na gut, komm. Gucken wir mal rein. Was war denn das nochmal für eine Scheiße? Gar kein Bock, Mann. Nee, sorry. Ich meinte Most Wanted. Underground ist ja eigentlich auch so ein... Ich habe Underground nie durchgespielt, deswegen weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall... Richte dir ein paar gute Möglichkeiten für Ketten ein, um die dicken Punkte zu kassieren. Das brennt hintereinander. Bereit für eine Herausforderung? Ja, Most Wanted ist nice, Alter. Ja, jetzt schon keinen Bock mehr. Ups. Das Bild war ein bisschen fehlerhaft gerade. Also stimmt halt, ich... Boah, sowas überfordert mich immer. Sowas macht mir halt wirklich keinen Spaß. Nee, so war das nicht gedacht. Hä? Okay, wie kann ich es nicht richtig drehen, wenn man macht der R1 nicht? Toll. Wie komme ich jetzt in die anderen Kategorien? Ich kann doch nicht nur die fünf Sachen bauen. Das ergibt alles keinen Sinn. Oder habe ich jetzt in dem Modus quasi nur... Achso, wahrscheinlich, ne? So. Was haben wir hier? Achso, ne, hier ist das Auto. Was hatten wir noch? Keine Ahnung, Mann. So. 3, 2, 1, Action! So, theoretisch müsste ich jetzt da Kombo aufrechterhalten. Gut, vielleicht soll ich die mehr auseinanderbauen. Trinken, Schluck. Schlück. Es gibt nur die, nur in dem Modus. Das ist eng. Das ist ja wohl, kannst du alle benutzen, Bus bauen. Geil. Wieso kenne ich das Trinken nicht einlösen, Leon? Was hast du getan? Nichts. Oh, Alter, nee, Alter. Ich glaube, das mache ich nicht. Ja, so fällt kein Bock auf sowas. Ah, oh, das stresst mich.
Scheiße. Fantastisch. Noch mehr? Szene abgelehnt. Deine Mutter ist abgelehnt. Boah, kannst du mir am Arsch lecken, ey, ganz ehrlich. Nennst du mich gerade Lügnerin? Ja. War da recht, nein. Ich dachte nur immer, es sei anders. Raum mit bloß Objekt. Magst du eigentlich Sonic Air? Schwierige Sache. Ich weiß es nicht, das ist der Witz. Du musst so bauen, dass du eine Kette machen kannst. Ich hasse bauen. Stream geht fast 2 Stunden, was machen wir? Komm, sammeln wir einfach noch ein paar. Einfach ein paar Sterne sammeln, würde ich sagen. Das ist die letzte Szene für Aftershock. Den dicksten Brocken haben wir uns aufgespart. Du springst Huberts für den bauen. Örtlichen Feuerwehrmeister ein, der Wann Huberts legal. Begleitet. Der entscheidende Dann gönne ich mir auch mal. 180er rückwärts auf Ebene 2 eines Parkhauses. Wenn du den Wagen rumgerissen hast, wie wir es geübt haben, brauchst du noch genug Schwung, um die Barriere zu durchbrechen, aus dem Parkhaus zu segeln und auf der anderen Seite des Lavastroms zu landen. Das ist die letzte Chance, Langston zu beeindrucken, Kleiner. Gib alles. Warum dauert der Ladescreen so lange? Es geht los, Leute, die letzte große Szene. Ich brauche jetzt Helden vor und hinter der Kamera. Ja, das Jungfrau bei Buberts. Nicht nur da. 3, so. 1, Action. Bin auf Jungfrau im Mordbeginn. Hilf! Da ist Lava. Cut. Keine Sorge, das ist keine echte Lava. Ach, danke. Ich Framerate. 3, 2, 1, Action! Meine Tattoos jucken. Durchbrich den Sound. Meine nicht. Durch das brennende Haus. Ficken Sie sich. Entschuldigung, Sie Wichser. Zwischen den Autos durch. Überhol das Auto. Nein! Knapp an der Explosion längst. Meine Titten jucken. Durchbrich den Zaun. Durch das brennende Haus. Vielleicht hast du Brustkrebs. Meine Güte. 3, 2, 1. Ein kleiner Leon lookt. Durchbrich den Zaun. Durch das brennende Haus. Boah, wie ich jedes Mal die. Egal. Fahr zwischen den Autos. Ich reden, fahren. Hab ich irgendeinen unschuldigen Typen damit gerissen? 3, 2, 1, Action! Trinkenschluck. Guck mal, funktioniert doch. Frauen und Technik. Haha. Ja, was war die Rache dafür? 3, 2, 1, Action! Durchbrich den Zaun! Gönn Arsch. Erstmal Arschgeweih. Let's go. Brudi, warum treffe ich nicht? Oh. Ja, und trink mal nichts. Durch das brennende Haus. Ey, das nächste Mal verkacke. Also in ungefähr 15 Sekunden spätestens. Überhol das Auto. Knapp an der Explosion längs. Das hat mir Punkte gebracht, also. Ich hasse alles. Und Technik Leon und Auto fahren. In echt fahre ich besser, glaube ich. Durch das brennende Haus. Fahr zwischen den Autos durch. Überhol das Auto. Knapp an der Explosion längs. Glück gehabt. Ich meine natürlich Skill gehabt. Oh, 180, scheiße. Nein, doch nicht. Alles noch im Lot.
Seht der Regisseur als knapp vorbei dran gefahren? Oder der Kamera, nicht der Regisseur, der Kamera. Der Director of Photography, wie man auf Englisch so sagt. Das war jetzt... Okay, ich habe mal Glück gehabt irgendwie. Oh, das war räudig. Hey, das ist Szene lang. Nein! Ach man! Knapp am Auto vorbei. Ach, die Scheiße, ich erinnere mich. Hab ich voll verkackt. Linkskurve. Driftwende nach links. Anhalten und rückwärts. 180er rückwärts. Bremse durch die Absperrung. Bin ich hier richtig? Ja. Bin ich hier richtig? Ja. Schramme am Fahrzeug entlang. Über den Tankwagen. Schramme am Fahrzeug entlang. Come on. Drift nach links und dann ab nach unten. Scheiße, nochmal verkackt. Na egal. Durch die Lücke. Alter, ist die Szene lang. Was ist das denn? Jesus Christ. Passiert auch nochmal was? Also, endet das hier auch nochmal? Jetzt wahrscheinlich. Alter Schwede. Bravo. Damit bin ich sehr zufrieden. Ich will mal sehen, wenn du nochmal Bares. Ist doch nicht scheiße. So wie sie schlimm geworden sind. Wenn ich es richtig gesehen habe, dass hier an sich einmal was schriftlich verewigt und einen Frosch. Frosch. Das ist diese MVP. Weil das war jetzt Geheimnis. Total geheim. Mhm. Ja, 2 Sterne mehr, I guess. Hey, der ist okay erstmal. Manu. Überall 3 Sterne mindestens. Ich meine, wir können das mal machen, beziehungsweise ich würde dann überall jetzt einfach die 2 Sterne Mission machen. Außer bei Never Kill Me Again. Weil, uff. Final Conflict. Diese letzte Szene gehört wieder Kommandant Black, der die Söldner in einer Verfolgungsjagd ablenkt, während seine Männer das Land verlassen. Die entscheidende Stelle ist in der Korkenzieherrampe. Feuer deine Waffe kurz vor dem Sprung ab. Gib dann Vollgas und triff die Rampe wie in der Probe. Krach in der Luft mitten in der Drehung durch einen Wachturm. Bei der Landung musst du nach links ausbrechen, um wieder auf den Weg zu kommen und die Fahrt fortzusetzen. Letzte Szene ist nichts für Weichlinge, Junge. Aber genau das wollen meine Fans. Dann zeig mal, was du kannst. Genau das wollen sie. Weichlinge. Du Weichling. 3, 2, 1. Die Szene ist wahrscheinlich wieder 20 Minuten lang. Jetzt schon kein Bock mehr. Eigentlich. Die Mucke geht ja richtig ab. Juhu! Easy. Wäre aber gut darin. Erledige das Motorrad. Scheibenkleister. Okay, das war knapp. Oh, scheiße, U-Turn? Das sah voll nach Rampe. Ja, okay, ist jetzt verkackt, glaube ich. Das sah voll nach Rampe aus. Oh, kurz. 3, 2, 1. Entschuldigung. War eigentlich nicht. Managed to verkackte. Könnte ich bitte einen knappen. Ich hasse alles. 3, 2, 1. Soll bist du alt. Verknappende Explosion vorbei. Knappende Explosion längs. Verknappern Kugelhagel vorbei. Trifft die Rampe. Es sei mir nicht gegönnt. Tot. Warum klingt der Typ eigentlich so hart nach C. Schweiger?
Der. Ich? Jo, scheiße. Ich bin einfach gut darin. Ein Natural Born Jumper. Meine Güte. Die Szene ist scheiße. Jutta. Jutta Turn. Oh, Alter. Da schwebt ein Schraubenzieher oder so in der Luft. Und halt. Jesus. Gracias. Als ob es nicht zählte. Hurensohn-Spiel. Als ob es nicht zählte. Hurensohn-Spiel. Ah, da kriege ich wieder Kommentare auf YouTube, dass sich Leute beschweren, dass ich Hurensohn-Spiel sage. Dass es ja nicht kindgerecht ist. Die Szene ist. Das Gestell ist voll kacke. So wie ich. Hecker hat Doppelpunkte kassiert. Oh. Wow, wow, wow. Alter, ich hab schon voll wieder Strikes. Das ist ein ganz neuer Scheißfilm, den ich hier produziere. Ach, deine Mutter, neue Film, so. Okay, die Stelle ist wirklich scheiße, ich hab verstanden. Yo, Alter. Noch schiefer landen, bitte? Ja, was hätte ich da jetzt tun können? Es gab nirgendwo was. Boah, jetzt schon drei. Ich hab doch keinen Bock mehr. 3, 2, 1, Action! Jesus Christ! Boah, die Szene fuckt mich ja gerade 10 von 10 ab. Was ist das denn? Bitte gehen Sie weg, Szene. Ich möchte Sie nicht mehr sehen. Kann man nur weggucken, weil... Boah, ich krieg das Kotzen gerade. Ich glaube, die Szene spiele ich nicht mehr, Alter. Ich geh mir gerade voll auf den Sack. Mich aber auch alles. Jetzt soll ich mir eine bessere Route suchen. May I beg your pardon? Was ist denn los? Ja, komm, deine Mutter, ey. Boah, gib mir das gerade auf den Sack. Meine Fresse. Warum fahre ich da nicht immer in diese Lücke rein? Ich könnte doch eigentlich davor den Stein genauso gut als Punkt benutzen. Ich spiele es auf 5 Sterne. Ich spiele nicht mal zwanghaft so 5 Sterne, aber wenn ich halt mehr als 2 Sterne haben will, kann ich halt nicht schon so direkt da irgendwo in der Mitte der Szene verkacken.
Komm schon! Ja! Jedes Mal kriege ich hier die Punkte gut geschrieben, Mann. Ich hasse es so sehr. Boah, bleibt da. Ma, hallo! Alter! Die Steuerung ist auch schlimmer als Kacke gerade. Ach komm, leg mich am Arsch, ganz ehrlich. 3, 2, 1. So wie Chats kann ich gerade alles nicht leben. Alter. 3, 2, 1, Action! Verknappende Explosion vorbei! Knappende Explosion längst! Verknappen Kugelhagel vorbei! Durch die Rampe! Durch die Lücke! Erledige das Motorrad! Drück die Aktionstaste! Ey, die Stelle, Mann. 3, 2, 1, Action! Verknappende Explosion vorbei. Knappende Explosion längst. Verknappen Kugelhagel vorbei. Trifft die Rampe. Durch die Lücke. Wie sag ich Punkte? Ich gebe auf. Ich glaube, komm, ich gebe auf. Ich habe keinen Bock mehr auf die Szene. Die geht mir gerade voll auf den Sack. Ah, meine Güte. Was haben wir denn hier alles im Chat, Alter? Brrr. Meine Güte, was labert ihr für eine Scheiße schon wieder? Gönn mal die Cam einfach. Der erwähnte Albtraum. Alles wie immer. Habt ihr mal bei mir bemerkt? Ich habe ein Bett vorhin gemacht. Was heißt ins Bett gemacht? Das gestern. Wie im Bett. Ja, das ist einfach zum Einschlafen. Bus und Betttag. Besser als am Anfang die Kurve genommen hast. Und gemacht hast mit dem Untermensch. Okay. Gut, dass es nicht hier geclaimt wird. Mein Bett ist nie gemacht. Meins ist auch nie gemacht. Als der Stream vorbei? Gleich. Hoffentlich niemals. Hier fehlt es noch ein Stream mit. Spendensammlung für Blümchen passt mir besser. Wie konnte das ja unbearmen schreiben, es ging durch. So, ich habe alle Szenarien nachgeholt, ich bin so stolz auf mich. Die Szene kann mir mal die Puperze knutschen.
Komm, wir machen mal die Szene hier. Wenn du durch den Helikopter Boah, gesprungen und wieder gelandet bist, musst du dem Verkehr ausweichen und auf die andere Straßenseite gelangen. Wie bist du menschenfeindlich sein? Hm. Vielleicht mein schönes Sanity Race mit dir machen, aber traue mich nie zu fragen. Immer traue ich mich. Was basically gerade gefragt. Habe es Amt dankend abgelehnt. Die erste große Action-Szene vom Night Avenger. Enttäuscht also ich mach nicht mit. Was liegt an Twin Sanity? Eigentlich muss ich heute noch Crash Titans weiter aufnehmen. Nachher, nach der Arbeit. Gar kein Bock, Mann. Also geht so. Ein Handmoppel hier auch, Wheelie? Wahrscheinlich schon. Yippie! Oh, da geht's nicht lang. Cringe of the Titans. Dann geht's zur Arbeit. Um 17 Uhr muss ich da sein. Wie ist es jetzt eigentlich? 14 Uhr. Boah, ich hätte nicht auf die Uhr gucken sollen. Genau vor meiner Uhr steht eben meine Wasserflasche. Richtig belassen. Sie muss sich so einen Schlenker mit dem Kopf machen. Lock. Auch eine Idee tatsächlich. Weil vielleicht stelle ich sie dann ja woanders hin. Habe ich den Deckel eigentlich wieder? Ah, ich habe den Deckel mal wieder nicht raufgemacht. Ah, ich habe schon voll lange keine Flasche mehr umgestoßen. Also von daher eigentlich alles gut. Und daher bleibe ich dabei, Deckel nicht wieder auf Flaschen raufzumachen. Sowieso voll nervig. Alter. Folge dem Führer. Wieso habe ich da keinen Punkt für gekriegt? Mann. Mein Agent wurde geschützt in der Anfrage in Kenntnis gesetzt. Menschen am Sonntag arbeiten. Hm, so fühle ich mich dabei. 3, 2, 1, Action! Menschen hat Cringe of the Titans als Profilbild. Ja, ist auch noch so ein Paradox, was mir aufgefallen ist. Oh oh. Ich hätte den Action-Button pressen müssen. Scheiß auf die Punkte. Bitte? Das war der schönste U-Turn, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Leck mich, Spiel. Crash zeigt den Mittelfinger. Man sieht es ja nur kaum. Wurde Kreis drum. Alles gut als Moped. Das kann nämlich nicht so sich überwheelien, wisst ihr? Finde ich ganz gut eigentlich. Okay. Fahr ich halt hier lang, ist auch okay. Fahr knapp an der Explosion vorbei. Fahr da runterher. Durch die Lücke. Links überholen. Ich bin echt dankbar für den Wheelie, ne? Muss man einfach mal sagen, wie es ist. Fahr links knapp vorbei. Okay, das war nicht knapp, gebe ich zu. Ist mir egal. Nein! Ach scheiße, Mann. Ah. 3, 2, 1, Action! Drück die Aktionstaste. Driftwende nach rechts. Das kann ich eigentlich, Mann. 3, 2, 1. Wasserflasche. Achso, ich muss noch trinken. Scheiße. Ja, passiert bald, bestimmt. Durch die Bücke.
hier nichts passiert. Uiuiui. Ja. Das ist schlecht gerade. Scheiße. Ei, 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 ei. Muss ein richtiger Mittelfinger reingeschoppt werden. Jetzt hatte ich mir den Auftrag dafür. Action gleich R1. Ne, Action gleich Dreieck. Warum bin ich so dumm? 3, 2, 1, Action! Drück die Aktionstaste! Schiffswende nach rechts! Verknapp am Kugelhagel vorbei! Bad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 
Ich hoffe, sie entspricht nicht der Wahrheit. Dann können wir. Dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Oh, ficken. Okay. Mit Mutter und Salz. Oh, die Mais könnte ich einfach. Gib mir eine Dose Mais und ich löffel die in einem Zug weg. Mega. Oh. Ich esse alles. Ist das der Modcheck-Fisch? Der Modcheck-Fisch. Kommt aus so einer Kinderserie. Das heißt Spongebob, glaube ich. Da ist ja eine Rampe. Der dürfte halt länger als der Zweite Weltkrieg. Oh, der immer. Ja, okay, komm, scheiß drauf. Ja, okay. 3, 2, 1. Ich glaube, in der Dosis halt so reizt sich. Nö. Nein. Oh. 3, 2, 1. Action. Jesus! 3, 2, 1, Action! Fahr knapp am Lastwagen vorbei! Folge den Türen, Driftwende nach links! Ich dürfte doch schon gegen. Wie Doc Hudson es mir in Cars beigebracht hat. Was Lightning McQueen beigebracht hat. Nach links lenken und nach rechts zu driften. Oh, ich hasse alles. Ich bin leider zu doof dafür. Maiswasser ist als Wurstwasser. Würzgurkenwasser. Ihr seid alle widerwärtig. Allesamt. Ich bin bereit, Wurstwasser zu trinken, wenn ich eine Wette verliere, aber unter anderen Kontexten nicht. Wieso verkacke ich ihn an der Stelle? Ich habe so gefühlt 10% gerade mal von der Map, glaube ich. Von der Map. Boom, Wand. Was geht ab, Wand? Du nicht, denn du hast Kollision. Guter Gag. Fick dich doch, du dummes Scheißauto. Ich fliege da mal vorbei. Gib mir vor den Sack. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist so dumm. Das ist alles ekelhaft. Du bist ekelhaft. Hallo Aileen. Hallo Sabine. Nein, Julian. Funny. Meine Tante ist nicht da. Also Saskias Mutter. Mann! Ja, mein Cousin. Ja. Aber hallo Aileen, was geht ab im Leben? Was macht die Schule? Das ist mein Lieblingsspruch, was macht die Schule? Geh doch weg! Kann ich gar nicht gebrauchen, Dude. Wo driftest du lang? Ich hab nur einmal, ich hab alles nichts, ich hab Arthritis oder so. Oh. Ah, 180, scheiße. Neu filmen. Julian verwechselt Leute. Weil sie mit den gleichen ersten beiden Buchstaben anfangen.
Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Was laber ich hier? Y ist auch mal anderen Namen drin, so. Ah, Jesus Christ, Alter. 3, 2, 1, Action. Verknapp am Lastwagen vorbei. So begrüßt werden würde, würde ich direkt wieder abhauen. Ich weiß, deswegen begrüße ich dich auch nicht so. Ich werde ja auch anders begrüßt. Ich würde mich immer erstmal schlucken. Ich muss sagen, das Level geht mir nicht so sehr auf den Sack, wie das da vorhin. Da sehe ich mich. Wie ein Dark Souls Boss. Ich sehe mich da. 2 Stunden später. Oh mein Gott, ich habe die Driftkurve geschafft. Du Auto, ne? Du bist so dumm und hässlich. Hässlicher als die Polizei erlaubt. Ah, okay, verkackt, egal. Alter, das war aber... Was? Ach, rückwärts. Oh ja, oh. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Wie soll ich denn rückwärts Punkte halten? Ach du Scheiße. Ring dorthin. Okay, du, ich glaube, danach ist es auch gar nicht mehr so lang, ne? Danach ist, glaube ich, die Scheiße mit dem, also muss ich mich wieder umdrehen, dann muss ich, glaube ich, hier diese durch die Felsbrocken da, die da runterfallen. Sorry, jetzt verloren hier. Die Felsbrocken, die runterfallen, durchboosten, ne? Wo ich irgendwie verkackt habe. Lustigerweise. Im Let's Play. Wo will ich denn gerade hin? Nur da liegen gleicher Buchstabe. Zum Trinken ist es bestimmt geil, was? Einmal zum Wurstwasser. Fast. Rückwärts hupen, ja. Bin ich noch im Game eigentlich? Boah, Auto! Drifte doch nicht. So hart. Das Spiel ist dann mit Ignition. Das ist ein Spiel, das ich nicht kannte, das niemand kennt, bis ein junger Herr namens Speedorino es mir schenkte und damit quasi mich verpflichtete, ein Let's Play dazu zu machen. Das habe ich getan. Und jetzt mache ich noch so ein bisschen Aufräumarbeiten, sammle noch so ein bisschen Bonus-Scheiß und so. Ne? Und geht's. Und ich bin auch gleich fertig damit, weil. Ah, ich keinen Bock mehr habe. Ach, deine Mutter. 3, 2, 1, Action! Fahr knapp am Lastwagen vorbei. Folge den Türen. Driftwende nach links. Oh, Bruder! 3, 2, 1, Action! Die ditcht die Drift-Taste nur einmal an. Folge den Türen. Driftwende nach links. Jetzt hab ich's einmal angeditcht. Das war auch falsch. Wobei ging. Fahr knapp am Lastwagen vorbei. Zwischen den Schützenwagen durch. Der klappt nie. Oder selten. Danke, Bruder, dass du mich wieder richtig gelenkt hast. Ein bisschen zumindest. Ja, toll, Alter. Wie, Alter? Boah. 3, 2, 1, Action! Fahr knapp am Lastwagen vorbei. Hey! Du Hurensohn, ne? Jedes Mal. Der fickt mich jedes Mal, Mann. Oh, Freude in aller Nation, Harmonie. Doch dann schenkte Julian dir das Spiel und alles änderte sich. Tun etwa. Eis. Du spielst gerade auch dein Hasslevel, by the way. Das kann sein. Ich habe Knappheitspunkte bekommen, das muss reichen.
Super, dass er so drift, fände nach rechts, ja, nach links. Ja, ich drift sowieso die ganze Zeit. Das macht keinen Unterschied, Bruder. Ich hasse euch. Ihr dummen Wichser, Mann. Oh. Ich bin schon so am Fluchen, ne? Julian. Julian. Julian, bam. Alter, wir sind mit E geschrieben. Ich hasse alles an meinem Leben. Dann bleibe ich der Zuschauer. Das haben wir auch schon. Das kann ich auch gut. Ich krieg es aber auch nie hin, ne? Nur super selten. Ey, das ist aber auch alles so mies getimed hier, Mann. Oh. Ich glaube, ich gehe gleich auf. Ich habe keinen Bock mehr hier. Wir haben aber meinen Mindestanspruch heute auf jeden Fall geschafft. Alle Achievements und alle Sterne für die erste Belohnung, Eingrenzung, was auch immer. Wie auch immer man es nennen mag. Ich bin ja sowas von nach rechts gedriftwendet. Könnte mir nicht sagen. Ey, wie schaffe ich das mal? Alter, wie soll man da die Punkte halten? Das ist so schwer. Okay, ich habe gerade irgendwie Punkte noch geholt. Ey, ich hatte vorher zwei. Naja, gut, damit kann ich leben. Rammel den Sattelschlepper, oh yeah. Insider? Oder Schwulien, All-Time Classic. Da geht nicht so mit. Schwulien ist optional auch möglich. Probleme mit dem Wa. Okay, lassen wir das. Immerhin. Gut, dann jetzt noch. Ja, komm, dann gönnen wir uns jetzt auch nochmal den Scheiß hier. In dieser Szene versucht man, einen Luftkissen-Prototypen zu stehlen und die restlichen zu zerstören. Es gibt einen kniffligen Stunt mit einem Kran. Drückt zuerst, um auf den Kran zu schießen, damit er seine Fracht fallen lässt. Drückt jetzt, um auf den Kran zu schießen. Zwei Rädern durch die Trümmer. Sobald du die Fracht hinter dir gelassen hast, mach einen Drift nach rechts und fahr. Die Stunts müssen den sinnlosen Kampf des Lebens transportieren. Zeig es mir! Klar, Mann. 3, 2, 1. Oh, die Scheiße hier, Alter. Läuft das schon mal gut? Immerhin habe ich das geschafft. Muss ich hier lang? Nein. Einen 32er. Hier ist Zweiradfahren gar nicht so schwer, tatsächlich. Sage ich jetzt. Ich glaube, ich habe das im Display auch 20.000 Mal hintereinander verkackt.
Ah, darüber reden wir jetzt nicht. Ah ja, dieser Schützenwagen, der aber viel zu weit weg ist, immer. Ich habe Punkte bekommen. Deine Mutter hat Punkte bekommen. 3, 2, 1, Gesellschaft in beschränkter Haftung. Wieso habe ich da jetzt die Kontrolle verloren? Ich habe keine Ahnung, Mann. 3, 2, 1, Action! Verknappende Explosion vorbei! Mach einen 180er! Fahr auf zwei Rädern! Ich checke es nicht. Ich hasse Videospiele. 3, 2, 1, Action! Das Verkehr mit beschnittenen Hands. Leute, Leute. 180er. Fahr auf zwei Rädern. Bro! Bro, warum schaffe ich es nicht? Ich peil's nicht. Mann, ich hasse alles. Ich hab's gejinkt. Ich hab gesagt, Gott sei Dank, ich kann verkackt. Ich bleib jetzt immer. Was ist passiert? Ich hab seitdem immer verkackt. Geh fucking geh. Und ich habe ja mal sowas von dieser Hurensohn-Lücke getroffen. Ich werd schon so böse. Mir geht's übrigens gut, also ich bin nicht schlecht drauf oder so. Hab Spaß dran zu beleidigen, okay? Da habe ich diese Framerate, die nicht funktioniert. Ah, wie hab ich das geschafft? Das kann ich ja jetzt schon, ne? Kann ich jetzt schon in die Tonne kloppen. Also da kriege ich keine Punkte mehr raus. Also der ganze Laden hier. Hallo, ich hab gedruftet. Ich hab ihn Kingdom Hearts 2 hier. Wenn wir nicht durchgehen, ist alles scheiße. Nein! Komm schon! Hallo? Spiel? Das Spiel stirbt gerade. Das ist es! Lass dich erfüllen von Simon Crowns Wesen mit sexy Zuversicht. Sexy Zuversicht. Leidigen gleich Kompliment möglich, was? Okay. 19 Akku, ich gehe dann mal. So ein Mist, bye bye. Ja, ist da. War lustig oder so. Ist ja auch heute schon Blank Rift Apart. Nö. Ja gut, viel Spaß euch. Dankeschön, trinken Schluck. Ich will Ratchet & Clank auf jeden Fall mal nachholen. Ich habe gar keinen Teil davon gespielt, aber ich würde halt, wenn dann, gerne mit dem ersten Teil anfangen. Ich wollte immer mal die PS3 Collection kaufen und die kostet 50 Euro. Ich verdiene jetzt Geld, von daher kann ich mir eigentlich mal gönnen. Bei Jack Dex habe ich auch 50 Euro bezahlt, ich habe nichts bereut. Also, naja, der erste Teil war es wert. Ein Stern immerhin. Der ist okay. Du willst ja mal Pizza essen oder so. Vor 2 Tagen Rift Apart gespielt, war nett. 7 von 0. Hm. Die klassische 7 von 10. Hey, ich habe jetzt bei Never Kill Me habe ich jetzt alles auf 3 Sterne geknallt. Okay, komm, das ist das Einzige, was auf 2 Sterne ist. Das machen wir jetzt noch. Diese letzte Szene gehört wieder Kommandant. Interessenhalber, wie oft reinigst du die Trinkflaschen? Zu selten. Du hast die gleiche Flasche, habe ich auf dem Bild gesehen, oder? Kann das sein? Feuer deine Waffe kurz vor dem Sprung ab. Gib dann Vollgas und triff die Rampe wie in der Probe. Ja, viel zu selten. Manchmal nehme ich mir meinen Spüllappen und gehe zumindest einmal hier oben am einmal lang. Diese Trinkflasche hat jeder. Hat von meiner Mutter bekommen. Die letzte Szene ist nichts für Weichlinge, Junge. Aber genau das wollen meine Fans. Dann zeig mal, was du gleiche Flasche, kannst. Gleicher Reinigungsrhythmus. Ich habe gar kein Gefühl, wie oft ich die wasche. Also keine Ahnung. Problem ist halt immer, wenn ich beim Spülen daran denke, dann nehme ich die mal eben mit. Aber wenn dann auch noch voll viel Wasser drin ist, denke ich mir so, das will ich jetzt ja nicht verschwenden hier. Ich habe Punkte bekommen.
1. Action. Alle 2 bis 3 Wochen? Also so richtig reinigen würde ich sagen seltener. Ich bin eklig, ich weiß. Ich muss es mal mehr in meinen... Au. Wenn es auffällt, ja, wenn man schmeckt. 3, 2, 1, Action! Verknappende Explosion vorbei. Knappende Explosion längst. Ich hab Punkte bekommen. Alter, ich hasse dieses, Kapitel. Kapitel. Hier kann man eigentlich ganz gut rumdriften, so ein bisschen. Alter, ich kriege nicht geschissen, hier klug durchzufahren, Mann. Fahr der Brücke unten lang, dann spawnen 2 Buggies nicht. Aha. Wenn die auch nach 3 Tagen nicht immer noch dieselbe Unterhose trägt und sie dann nur dreht und sie dann nochmal 3 Tage trägt, ist alles gut. Nein, das mache ich nur in den Ferien. Schade. So wie dazu? 3, 2, 1, Action! Verknappende Explosion vorbei! Knappende Explosion längst! Verknapp am Kugelhagel vorbei! Viel Spaß beim Overwatchen! 3, 2, 1, Action! Ist das Drehen schlimm oder die 3 Tage? Und habt ihr alle euren Wunsch alias bei YouTube, Google? Was? Was für ein Ding? YouTube kenne ich nicht. Juhu! Ah, wunderschön. Manchmal klappt's. Erledige das Motorrad. Drück die Aktionstaste. Fahr knapp vorbei. Ach, die Stelle ist so kacke. Da fliege ich immer die Punkte. Drück die Aktionstaste. Triff die Rampe. Krach durch die Absperrung. Verpiss dich! Wo muss ich lang? Da lang. Okay. Immerhin hat der gut funktioniert, I guess. Das hat mir gefallen. Ja, okay. Mann, super gefahren. Wir 2 geben echt starkes Team ab. So, kann das 3 oder 4 Sterne? Wahrscheinlich. Ah, oh, sogar 4. Sehr schön. Immerhin. Hey, die Röhrenrampe freigeschaltet. Okay, hört sich nach einem unnötigen neuen Feature an mit diesen Ad-Aliasen, aber kann auch sein, dass es noch nicht alle angezeigt kriegen.
Könnte man das denn einsehen? Ich finde, die sollten erstmal den Like-Button abschaffen. Wie du meintest, die verschicken E-Mails, wenn es das geht. Und in der Studio-App und im Spielbüro am PC bekomme ich auch meinen Banner dazu angezeigt. Ah ja. Ich noch nicht. Zumindest habe ich das nicht gesehen. So, 50. Wir sind jetzt die 50-Legende, Leute. Ich glaube, das reicht. Ich muss pissen. Gut, der Stream ging jetzt... Ey, der ging fast 3 Stunden. 2 Stunden 45. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren, finde ich. 50. Können wir uns auch irgendwas angucken? Konstrukteursherausforderung, können wir mal? Multikonflikt. Multikonflikt. Hier gehen die Stuntmen ans Eingemachte und machen Tutorial. Das gucken wir uns nochmal an. Für die Szenenherausforderung, Stuntturniere, Kulissenrennen und das ultimative Stuntchaos in der Kulissenschlacht. Mach Stunts, wo es nur geht, um Punkte zu bekommen und klau dir noch weitere. Das sind die Regeln. Meister alle Regie-Stunts, übersteh alle Runden und mach so viele Stunts wie möglich. Wenn du zu viele Regie-Stunts verpasst, setzt es einen Strikeout und deine Punkte werden auf Null gesetzt. Wenn du wütend bist, ramm doch mal einen Gegner und versuch einen Kettendiebstahl abzuziehen. Damit klaust du ihm seine komplette Stuntkette, die dir gut geschrieben wird. Nutz das Nitro, um auf andere Spieler zu springen. Wenn du keins mehr hast, kannst du mit Stunts welches dazu gewinnen. Halte in den Kulissen die Augen offen. Hier gibt es jede Menge Stuntmöglichkeiten und Abkürzungen, die deine Kette und den Punktestand wachsen lassen. Klingt interessant tatsächlich. LAN-Spiel. Lokales Spiel. Wollen wir LAN-Spiel drücken und dann Spiel abstürzt? Komm, wenn ich jetzt online anmelden drücke, dann stürzt das Spiel ab. Beziehungsweise dann komme ich in so ein Endlos-Loop. Ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt noch einmal zum Abschluss. Drücke jetzt Viereck und Feierabend. Ende. Ja. Gut. Kurzstrecken. Ah, ist wichtig. Gönn Absturz. Ja, nee. Mehr passiert halt nicht. Gut, dann beende ich Abrissparty. Welchen Stream? Es war schön. Es war auf jeden Fall echt ganz spaßig, nochmal hier alles zu holen, zu sammeln. Wir haben jetzt alle Achievements und zumindest alle, ne, diese Anfangssterne da. Ist auch schön. Damit haben wir einen guten Fortschritt. Und ich denke, dass dass Harvest Sun Bending Edition jetzt auch gut abgeschlossen ist. Ne? Nächste Woche also kein Stream. Haha. Und irgendwann dann Stuntman für die PS2. Uiuiuiui. Naja, gut. Dann wird jetzt geridet. Riden! Und. Hast du gut gemacht, ja. Oh! Oh, irgendwann kommt doch noch was. Ich bin begeistert. Das können wir nochmal Trophäen angucken. Ach nee, warte mal, hat das Spiel ja gar nicht. Ui. PS3-Menü. Und wir riechen uns, wann immer ihr wollt. Also zähle ich hier Hilfe. So, der Kinder kann da richtig ein Erwachsener. Bei Stuntman lernt man nie aus. Alle sind alle bereit zu raiden. Raiden! Ja, gut. Soll das gewesen sein und wir sehen uns auf jeden Fall... Ja, am Donnerstag zu Dark Souls. Es wird leider Donnerstags stattfinden, der Stream ab jetzt immer wieder Donnerstags. Und nächsten Sonntag wahrscheinlich kein Stream. Ist ja denn, mir fällt irgendwas ein, was man so zwischendurch streamen kann. Mal gucken. Aber ja, bis dahin und so. Tschüss.